Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfeffer TV. Heute, wie ihr seht, mal wieder nicht am Pfefferweg 69, sondern im Landkreis Osnabrück vor diesem mega geilen 100 Jahre alten Steinofen. Da machen wir gleich ein paar Pizzen und ein paar Brote drin. Und wie das geht und was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. So, der Ofen ist vorgeheizt. Das ist nur mit Kiefer und Eiche jetzt bestückt, das Ganze, damit das ein bisschen Aromen bekommt. Hier seht ihr schon, hier steht der Weizenmehlteig für die Brote nachher. Der muss noch etwas gehen. Dann können wir mal hier rüber gehen. Hier sind die Bleche, wo die Pizza nachher drauf kommt. Der Teig, das ist ein abgeänderter Quarkölteig. Das kenne ich so noch gar nicht. Ist im Hause hier aber Tradition, deswegen machen wir es natürlich auch so. Den machen wir schön nachher drauf, belegen den ganz klassisch wie eine Pizza. Ziehen dann im Ofen die Kohle nach rechts und links und dann kommt in die Mitte das Blech und danach holen wir die Kohle raus und dann kommen die Brote rein. Wie das wird, ich bin selber gespannt, aber wir werden sehen. So, im Backhaus ist es mittlerweile so warm geworden, dass ich meine Jacke ausziehen musste. Der Großmeister war gerade da, hat einmal reingeguckt, hat die Kohle einmal richtig gezogen, gesagt, ist zu heiß für die Pizza. Das heißt, wir ziehen die Kohle gleich komplett raus, machen den Ofen einmal zu für eine Viertelstunde und backen dann erst das Brot. Er sagte, das dauert so 25, 30 Minuten ungefähr und machen danach die Pizza. Die haben wir hier schon komplett vorbereitet, das sieht eigentlich ganz geil aus. Ja, und wenn wir dann die Kohle rausziehen, das zeigen wir euch dann gleich mit ein paar richtig geilen Bildern. So, hier nochmal die traditionellen Werkzeuge, auch diese Eichentür praktisch, ist auch über 100 Jahre alt, passt genau hier in den Ofen, wird dann mit ein paar Keilen zugemacht, total geil. So, dann starten wir mal, die Kohle da rauszuholen. Unglaubliche Hitze hier. Das sieht jetzt mega geil aus, wenn man mal reinguckt. Es flackert alles noch so schön. Ist eine unglaubliche Hitze, könnt ihr euch kaum vorstellen. Und jetzt geht das gleich los mit dem Wasserpömmel. Wird das sauber gemacht. Es wird unglaublich werden. Jetzt wird hier einmal noch durchgeputzt, bevor wir die Bleche reinschieben, dass es alles schön sauber ist. So, jetzt ist der Moment gekommen, die Brote kommen rein. Ich bin mal total gespannt, wie das wird. So, wir hatten ziemlich viel Hitze in dem Ofen, wie man sieht, ist halt so. Wir haben das schon mal angeschnitten, die Brote mussten ziemlich schnell raus. Ich probiere jetzt einmal ein Stück. Ja, schmeckt saugut. Muss man eigentlich immer so machen. Wir warten jetzt noch eben auf die Pizza, die ist schon drin. Gucken gleich mal, wie die wird und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, wir gucken mal beim Pizzabacken einmal noch mit rein. Geht schon richtig gut hoch. Das kann nur gut werden. Die erste Pizza ist fertig, hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Ja, ein bisschen weniger. Ich habe die Ehre, probiert jetzt hier das erste Randstück. Bin mal gespannt, wie dieser abgewandelte Quark-Ölteig schmeckt. Schmeckt sehr lecker, ist sogar schön knusprig geworden, sieht man auch von unten. Gut, hier der Rand hat ein bisschen viel Hitze, aber sonst ist es perfekt. Also hier werde ich auf jeden Fall nochmal wieder hinkommen, wenn ich es darf. Und nochmal Pizza machen und Brot backen. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch so ein Video gefällt, wenn ich im Landkreis Osnabrück unterwegs bin und mir solche alten Sachen angucke oder auch mal was mitbacke. Schreibt es einfach mal drunter und dann sehen wir uns das nächste Mal am Pfefferweg 69 wieder bei einer neuen Folge Pfeffer TV. Bis dahin, ciao!